Hallo zusammen. Ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt, aber das ist ein Kühlschrank. Mit Thermostat, Eisfach, ist sogar kalt. Ja, und einfach ein Kühlschrank. Also, ich gehe jetzt hier nicht unter die Musikanhänger, sondern da kam einer mit diesem Kühlschrank an. Dann dachte ich mir, was will er hier mit einer Musikbox? Ist keine Musikbox. Hat zwar hier Schalter, ich kann hier regeln, aber das ist alles leere Attrappe. Das ist effektiv ein Kühlschrank. Drehen wir das Teil um von hinten, dann sieht es aus wie ein Kühlschrank. Ich habe also einen Kompressor, Tropfschale, Anlaufkondensator und so weiter. Ja, der gute Mann kam her und sagte, er hat einen Kühlschrank und der sieht so geil aus. Müssen wir nochmal anschauen. Und der hätte er gekauft und jetzt ist er kaputt und er läuft nicht immer und so weiter. Ob wir den reparieren können? Ja. Kostet 50 Schweizer Franken, den Kühlschrank zu reparieren, weil da war hinten effektiv nur der Anlauf, der Laufkondensator defekt. 10 Minuten Arbeit und bis jetzt läuft er diskussionslos. Also, man kann solche Geräte reparieren. Man kann Energie sparen. Wisst ihr, wie viel Diesel das da dran hängt? Der kommt aus China. Der wurde mal in China verladen, dann wurde er aufs Schiff gebracht, dann ist er hierher gekarrt worden. Ja, gut, die kosten auch nichts mehr. Die Chinesen arbeiten ja relativ günstig. Also wir könnten so einen Kühlschrank nicht herstellen zu diesem Preis. Aber das ist jetzt Ökologie, 50 Franken, der Kunde kommt den wieder abholen und er läuft. Das soll es heute ein kurzes Video gewesen sein mit Musik. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.